Guten Morgen. So und so wollen wir es machen, genau. So, ja. Wie sieht unser Skin aus? Erstmal mein Name natürlich. Mit I bitte, danke. Wie sehen wir denn aus? Wir nehmen uns den hier, würde ich mal erwähnen. Und so, ne? Den da starten. Ich muss den Sound vielleicht noch ein bisschen leiser drehen, weil Sittinans auch auf YouTube kommt. Hallo YouTube! Na dann. Sag mal, sieht man da Titties? Da sieht man Titties. Okay. Und die Frau liegt in der Badewanne und... ja. Wenn das der Oberkörper ist, wo geht dann diese Hand bitte schön hin, wenn man auf diesem Bild Titties sieht? Okay. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz Options. Ja, können wir so lassen, scheiß drauf. So, im Moment wird der größte Teil der Stadt außerhalb unserer Reichweite bleiben, aber wir werden im Laufe der Zeit, ja, mal ein bisschen langsamer bitte. Also wenn es losgeht, klicke, okay. Das ist ja gut gemacht. Manch einer hat sich hier schon verlaufen, Handy, ich habe schon... Ja, wenn ihr das lesen wollt auf YouTube, bitte mal auf Pause drücken. Ansonsten im Stream, ja, ich werde nicht immer alles vorlesen, weil, ja, ich bin nicht so der große Leser. Da bist du ja gut gemacht. Manch einer hat sich hier schon verlaufen, wie auch immer. Check dein Handy, ich habe einen Job für dich. Besser, du nimmst ihn schnell an, bevor es jemand anderes macht. 4000! Mach mal! Ich hab 10.000 zur Verfügung. Reinige die Wohnung. Okay, machen wir ernst. Werfen wir einen Blick auf deinen alten Wohnwagen. Mein Freund Pedro hat darin gewohnt. Könnte also etwas unordentlich sein. Aber ich wette, du machst da was ganz Tolles draus. Ach, da drauf. Da ist er. Reinigung starten. Okay, bin dabei, scheint es hier. Kann man... Ah, so. Okay, ach komm, wir haben 10.000, da kriegen wir schon was. Da kriegt man doch was Ordentliches hin. Ah, okay, mit dem Mausrad geht schneller. Das ist schon mal interessant. Jo, na dann raus mit dir, Opa. Renovieren starten. Willkommen im Renovierungsmodus. Jobbudget in blau angezeigt, damit du. Ja.
Über das Menü am unteren Bildschirm kannst du auf verschiedene Renovierungsoptionen zugreifen. Einige von ihnen sind noch nicht verfügbar, aber keine Sorge, du wirst sie irgendwann freischalten. Über die Verlassen-Taste im letzten Tab geht es zurück zum Spiel. Boden fertigstellen. Wir Teppich haben. Das hier hinten sieht mir nach Teppich aus. Linoleum. Ach, hier haben wir Teppich. Okay. Wir nehmen mal den hier. Und im Bad nehmen wir den da, oder? Ist das auch welcher? Ne, das ist Stein. Wände fertigstellen. Die Wände sollen rot werden. Da würde ich sogar eher sagen, das hier. So. Perfekt, kommen wir zum interessanten Teil der Möblierung. Wähle ein Möbelstück und stelle es in die Wohnung. Du kannst Gegenstände mit Z und C drehen, du kannst auch die Kamera drehen, dafür halt dafür Mausrad gedrückt. Ich kann auch Q und E benutzen. Haha. Möbel. Was will er denn? Duschkabine, Kühlschrank, Mikrowelle, Sofa, TV, Toilette, Toilettenpapier. Badezimmer, Dusche. Wie viel haben wir noch? 9000. Dahin. Ah, das klappt ja schon mal ganz gut. Jetzt hast du Freiheit, Stell, Wohnwagen und dein Wünschen fertig. Ich denke jedoch daran, dass du alle Anforderungen erfüllen musst, bevor der Job abgeschlossen werden kann. Ja, ja, krieg mal schon hin. Ich würde hier gerne mal eine Tür irgendwie reinzimmern. Irgendwie hier so hin. Aber wie? Wie macht man da eine Wand rein? Okay, das, der Tab ist noch offen, dann müssen wir das so lassen erst einmal. Möbel. Toilette, Toilettenpapier. So, das haben wir. Dann möchte diese Person TV, Sofa, Mikrowelle, Kühlschrank. Sofa. Mittelstück ist das okay. Heimatland. So, eine Mikrowelle und ein Kühlschrank. Ja, kann man hier. Oh, das geht tatsächlich. Das ist schon mal interessant. Wenn wir mal die dahin machen, dann hätten wir etwas Platz, wenn wir den dahin bewegen, dann ist das irgendwie so nah am Pissoir oder an der Toilette, wie auch immer. Kühlschrank. Eine Mikrowelle, dazu bräuchte man natürlich noch einen Küchenschrank. Scheiße, wo machen wir denn dann den TV hin? Wenn wir das Gerät...
so hinstellen. Hier so ein Eckschränkel hin und da eine Mikrowelle drauf packen. So. Und wenn wir den dann hier hin bewegen, hätte man doch eigentlich Platz, um hier einen Fernseher hinzustellen. Was haben wir denn zur Auswahl? Ja, gut. Brauchen wir noch einen Unterschrank. TV-Schrank. Wenn wir den da hinstellen, können wir sogar diesen Fernseher... Oh, was war jetzt? Hallöchen Gaming Latinum. Guten Morgen. Und danke für den Follow. Z. Okay, dann stellen wir den hier hin, fertig. Cool, das sieht ziemlich toll aus. Gehe nun zum Fertigstellen. Tab drücken auf Jobliste. Hier. Mir geht's soweit ganz gut. Also. Ja, Kiddies sind bei ihrer Mutter, von daher geht's mir eigentlich immer bestens. So, einer deiner letzten Kunden hat eben eine Bewertung abgegeben. Zufällige Beutekiste, Gegenstandskiste, hä, bitte was? Bewertung. Okay. Ja. Okay, die Möblierung hätte besser sein können. Na gut. So, was haben wir hier? Stromversorgung herstellen. Jetzt, da du deinen ersten offiziellen Job hinter dir hast, verrate ich dir ein Geheimnis. Deine Tante, also meine Frau, hat dir diese Wohnung hinterlassen. Ich denke, so kannst du deine Vermieterkarriere am besten zu starten. Bitte was? Ich denke, so kannst du deine Vermieterkarriere am besten zu starten. Geiles Deutsch. Die Wohnung muss aber erst hergerichtet werden, bevor wir sie vermieten können. Na dann. Warte mal, ich habe jetzt 4.000 für scheiß Strom bezahlt. Ernsthaft? Wow. Großartig, jetzt haben wir Strom. Jetzt musst du weitere Jobs annehmen und Geld sparen, damit du die Heizung installieren und weitere Renovierungsarbeiten vornehmen kannst. Viel Glück. Na dann. Wo gibt es denn das meiste Geld? Hier oben. Kriterien wichtig. Dekoration, erster Eindruck, unwichtig, benötigte Möblierung. Ja. Machen wir einfach. Ich brauche Geld. Und dann nehmen wir auch gleich an. Ja, das ist die erste Installation. Ich denke mal, die wird überall so teuer sein. Installiere eine Heizung. Das würde mich auch wieder 5.000 kosten. Cool. Ja, ich hab's ja so dicke. Hier. Renovierung starten. Wohnungseinrichtung. Erledigt Renovierungsjobs, um an die begehrten 5 Sterne... Was? Erledigt Renovierungsjobs, um an die begehrte 5 Sterne Bewertung zu kommen. Meine Güte. Es gibt verschiedene Bewertungskategorien, von denen die Wohnungseinrichtung die wahrscheinlich komplizierteste Kategorie ist. Das kriegt man hin. Okay. Schlafzimmer. Falscher Zimmertyp. Böden, Teppich oder Hartholz? Kategorie Hartholz. Hartholz, Hartholz für Schlafzimmer. Bei Geldfragen geht zur Sparkasse. Wäre mal geil, wenn es ein Spiel gäbe, der diesen Joke mit reinbringt. Ja, das wäre echt geil.
Das, oh ja, gut, schön hell. Wenn wir fertig stellen, blau oder grün? Grün, blau. Ich habe einen hellen Boden drinne. Okay, machen wir das so. Und so. Gut. Einzelbett, Trainingsbank, Lampe, kleine Pflanze, Motivationsbooster, Motivationsbooster, Hantel. Ja. Einzelbett. Secondhand-Matratze. Alles klar. Einzelbett, Terrace, Futon, der wichtigste Bestandteil des Schlafzimmers, definiert Stil und Aussehen. Krokodilbett, Kostalbett, Corner Blau. Wie viel habe ich noch? 3500. Eine Luftmatratze. Wir nehmen das hier. Dahin. Am besten zu verschenken Matratzen auf eBay Kleinanzeigen. Ja. Ich sag mal so, in meiner allerersten Wohnung, die ich bezogen hatte, da hatte ich auch nicht wirklich viel drin. Das war eine Einraumwohnung. Ich hatte mein Sofa, meinen Tisch, Kleiderschrank, Schreibtisch im Wohnzimmer und eine ganz normale Federkernmatratze. Die habe ich immer hinter das Sofa geräumt. Da habe ich zwischen Wand und Sofa ein bisschen Platz gelassen. Ja, und abends habe ich sie dann da hinten rausgeholt. Hat vollkommen gereicht für mich damals. So, eine Trainingsbank. Ach du. Ja, das ist aber jetzt mittlerweile auch schon. Oh Gott, wann habe ich meine Wohnung bekommen? Mit 18. Das ist, ja, 17 Jahre jetzt her. Eine Hantel. Jetzt ist die Frage. Große, kleine oder die stinknormale Hantel? Das ist eine gute Frage. Vor allem, da ist nicht mal irgendein Hantel dabei. Die muss ich noch extra kaufen. Ich hoffe, das ist die richtige hier. Hand. Oh, nö, war sie natürlich nicht. Ich nehme mal die Kleinen hier. Okay. Lampe, kleine Pflanze. Große Pflanze. Habe ich überhaupt kleine Pflanzen? Hier. Die sind wirklich kleine. Ach du. Eine Lampe. Hier. Kleiderständer, Lampe, Lampe. Ich habe noch 1200. Eine Wandlampe. Nee, da würde ich sogar eher sagen, das Ding hier.
dahin. Ich muss gucken, dass ich mit dem Geld erstmal hinkomme. Ich kaufe jetzt erstmal den ganzen anderen Schnatteridatsch. Und dann gucke ich mal wegen der Pflanze. Poster, Motivationsposter. Das ist ein Bild. Das ist ein Diplom. Ein Gemälde. Motivationsposter haben wir hier hinten, ne? Und das ist aber clean. Da. Da. Okay, jetzt habe ich noch 1000. Dann ein kleiner Tisch. Das ist ein Hocker, das ist ein Hocker. Das ist ein Sitzkissen. Was ist das denn? Ein Schuhständer, okay. Bücherregal. Also ein Regal wäre aber auch nicht verkehrt. Vorzugte Möbel, eine Uhr. Küchenuhr, simple Wanduhr, Pendeluhr. Ich habe noch 900. Machen wir die noch mit ran. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Das noch hin und irgendwo gab es doch noch eine Anime-Figur. Alles klar. Nö. Muss reichen. Boah. Fertig. Was? Okay, da fehlt noch ein bisschen Dekoration. Interessant. Besonderes Dekoration. Schwarze Matte. So. Das dort hin machen. So, das muss jetzt reichen. 41%, ja, reicht. Okay. Gefällt dir überhaupt irgendwas?
verarschen? Ich hätte einfach nur so ein Ekel-Smiley. Also, bevorzugte Möbelierung? Ich hab doch eine Scheißuhr da hingehangen. Ist doch blöde, ey. Ja, ich hätte jetzt gesagt, die Frau. Ja. Das ist bei den Frauen nichts Neues mehr. Hier, los. Renovierung starten. Was möchten die denn haben? Badezimmer. Falscher Zimmertyp. Die wollen ein Badezimmer haben. Aber sieht geil aus, der Schnitt der Wohnung. Bis auf die Küche. Na dann, Stein oder Laminat? Ich würde tatsächlich Stein nehmen. Und Wände grün oder gelb? Das kann man doch nicht in Dings machen. Ja, aber standardgemäß benutzt man doch für Bad und Küche für den Fußboden Fliesen. Und die hätte ich halt auch noch. Naja. Ich hinterfrag das Spiel einfach mal nicht. Das ist genauso mit den Wänden im Bad. Da kommen eigentlich auch standardgemäß Fliesen ran. Aber hier kann ich irgendwie nur Tapete ran machen. Grün oder gelb? Na, grün gefällt mir überhaupt nicht. Nee, da bleibt man dabei. So. Badewanne oder Duschkabine? Ja. Badewanne oder Duschkabine? Wie viel habe ich denn überhaupt? 3800 habe ich noch. Wandpflanze, bevorzugte Möbelart. Das ist ein Schlafzimmer, das ist ein Schlafzimmer. Einzelbett, Doppelbett. Wo ist denn ihr Wohnzimmer? Okay. Ach komm, hier. So. Ein Waschbecken. Nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. Mal das da hinstellen. Eine Toilette. Da kommt die billigste. Dahin. Eine Klobürste. Toilettenpapier. Ein Pömpel. Und noch ein Handtuchhalter. Ne, ich habe alles im Badezimmer drin. Waschmaschine, Dusche, Waschbecken, Klo. Bei mir ist alles zusammen drin.
Bei meiner Ex ist es, in ihrer Wohnung ist es getrennt. Die hat wirklich einen kleinen Raum, da hast du nur das Klo drin und das Waschbecken und nebenan in dem kleinen Raum ist einfach nur die Dusche. Kenne ich so überhaupt nicht, aber ja. Traum für Wandpflanzen. Hier. Da eine hinmachen. Wie viel habe ich jetzt noch? 2000. Es gehört noch hier rein. Eine Waschmaschine. So. Und noch sowas. Ein Spiegel. Das ist ein Wäschekorb. Den ballern wir mal damit hin. Ansonsten, ja. Das wär's eigentlich schon. Könnte man hier noch ein Pflänzchen aufhängen. Bei uns ist das so, dass wir einen kleinen Raum mit Waschbecken und Toilette haben und dann einen großen Raum mit Dusche, Badewanne, Waschbecken und Waschmaschine. Oh. Ich weiß, dass es bei uns hier im anderen Stadtteil tatsächlich auch Wohnungen gibt. Da kommst du in die Küche rein. Die Küche hat eine kleine Aussparung mit einer Tür. Wenn du die Tür aufmachst, hast du dort die Dusche drin. Das Klo ist draußen im Flur, hat ein extra Räumchen, aber die Dusche ist in der Küche. Was ich auch nicht ganz verstehe, weil wenn man da zusammen als Paar drin wohnt, ja. Der Partner ist gerade duschen, ne? Und der andere macht Essen. Das ist doch... Ich weiß es nicht. Naja. Fertig. Wie sieht's denn aus? 81%. Oh. Hier drinnen bleiben. Okay, die Waschmaschine gefällt dem. Okay. Naja, hast du immer Wasser? Bei einem Partner gibt es eigentlich, aber was ist, wenn du zwei Kinder und einen Besuch hast? Naja, okay, wenn man einen Besuch hat, dann geht man ja wohl schlecht duschen. Also, das verkneife ich mir zumindest. Bei Kindern. Ja gut, da kann man das zum Beispiel auch eigentlich gut handeln, weil wenn die Kinder gerade duschen sind, wenn sie jetzt noch kleine sind, wie bei mir, kann man das eigentlich gut handeln. Man steckt die Kinder unter die Dusche, während das macht man das Abendessen. Da kann man halt die Kinder nebenbei mit beobachten, ne? Dass sie sich halt auch wirklich waschen und nicht bloß Blödsinn machen. Ich brauche noch 1250. Aber ich habe schon gehört, dass es hier in der Sächsischen Schweiz auch Wohnungen gibt. Da hast du die Badewanne einfach im Flur stehen. Einfach so im Flur. Wo ich mir dann auch so denke, ja gut, sitzt du gerade so schön in der Badewanne, klingelt's an der Tür, dein Partner geht ran. Postbote kommt und sieht dann, je nachdem, wer an die Tür geht, den anderen Part in der Badewanne hocken. Budget 4500 in 4 Tagen erledigt sein. Machen wir erstmal das hier oben. So. Renovierung starten. Hey, hier war ich doch vorhin schon.
Schlafzimmer. Hä, hier war ich doch. Boah, leck mich doch. Fußböden, Linoleum oder Hartholz? Das, ja. Wie sieht das hier aus? Ne, bleib ich dabei? Wände rot oder gelb? Wer drauf steht, kann er es machen. Dann kannst du aber davon ausgehen, dass der Postbote nicht mehr so schnell bei dir kommt. Nee, der wird dann alles schön unten im Hausflur abstellen. Ich wollte das da angucken. Nee, mir gefällt das hier besser tatsächlich. Und gelb. Das beißt sich zwar jetzt, aber ist mir egal, ich muss ja nicht wohnen. Schon wieder ein Einzelbett. Wie viel habe ich denn zur Verfügung? 4300. Handeln, Trainingsbank, ja gut, das gleiche Zimmer wie vorhin. Und es gibt keine großen Handeln mehr, interessant. Die böse Trainingsbank, die wieder fliegen fahren kann, noch wieder teuer. Wird wieder teuer, ja. Schreibtischlampe und Bücher wollen die hier auf jeden Fall noch drin haben. Ja. Also wenn sie das wollen. So. Schreibtischlampe. Das ist eine Wandlampe. Sag mal. Hier. Schreibtischlampen. So. Bücher kommen dann. Dann zwei Motivationsposter wieder, die eh wieder nicht gewertet werden. Wo sind sie denn hier? Einmal das. Und das. Lampe, kleine Pflanze. Oh Gott, geht das schnell. Schreibtischlampe und eine große Lampe. Ja gut, dann Lampe. Krieg da jetzt aber so eine Billo-Lampe hier rein. Kleine Pflanze und Bücher. Das kann man sogar super als Raumteiler benutzen. Cool. Das sind DVDs. Wo sind die Bücher? Da. So. Kleine Pflanze. Wo? Dieser Pflanzenkübel ist gar nicht dabei von vorhin.
Ach hier, ist bestimmt für eine Frau. So. Wie sieht's aus? Dekoration 46%. Ich hab noch 248. Ja gut. So, einen habe ich in Gelb. Noch eine Uhr. Und haben wir hier irgendein anzügliches Bild? Oh ja, das ist zu teuer. Schön. Bilder haben nicht so schön wie Gemälde, aber besser als nix. Eine kleine Party hat noch keinem geschadet. Poster. Für den ersten Platz oder für die Teilnahme deiner Wahl. So. Ja, die stehen ja jetzt auf dem Schreibtisch, auch wenn die Tulpen ein bisschen merkwürdig aussehen. Boah, Simon, er leckt mich doch am Arsch. Ey, nee, hier abschließen. Ja. Okay. Aber gut, es gefällt ihm. Das ist die Hauptsache. Ja, ja. Bonuszahlung von 400. Passt. So, dann geht's. War das meins? Ach, Alter, 6000 kostet mich die Heizung. Wo ist denn sein Werkzeug? Auf geht's, okay, wir müssen deine Wohnung zuerst ein bisschen aufräumen. Sag Bescheid, dann leg ich sofort los. Du weißt, wie es läuft. Ich habe auch noch eine Überraschung für dich. Wie hat er die Heizung angebracht ohne Werkzeug? Versuch sie zu reparieren und für später aufzubewahren. Das da. Pro Finger ein Werkzeug. Wir sind Thesen. Es ist halt wirklich merkwürdig. Also, naja. Außerdem sind einige dieser Fundstücke ziemlich ungewöhnlich. Sei wachsam und achte auf Unikate, verschwende sie aber nicht an irgendeine heruntergekommene Bude, wie auch immer, und bringen wir es zu Ende. So, hier, zum Spielerlager hinzufügen, klar, spare ich Geld. Reinigen. Hier, reinigen, los. Nö, verschrotten. Ich brauch Geld. Tschüss, Opa. Ja, super. Jetzt kann die Arbeit losgehen. Lass uns das alte Zuhause deiner Tante. Okay. Reiß zuerst die Innenwände ab. So. Das ist ein wahres Zerstörungstalent. Mal sehen, ob du Mauern genauso gut bauen kannst. Nicht schlecht. Jetzt ist es an der Zeit für die Türen. Sie können nun bereits von Innenwände eingesetzt werden. Probier es aus. Momentchen.
Tür. Da. Das sieht so aus, als ob du die Grundlagen jetzt kennst. Jetzt musst du nur noch alle Anforderungen aus der Liste erfüllen. Denke dran, je besser die Innenausstattung, desto mehr sind die Mieter bereit zu zahlen. Danke, dass ich deine lesen darf. Okay. Der... Nee, stopp. Falsch. Bewegen. Dahin. Heizung, bewegen, erstmal dahin. Ich brauche ein Bett, ich brauche eine Toilette, einen Kühlschrank und einen Sitz. Die wollen keine Dusche haben. Ja, besitze ich auch mit jedem DLC dazu. Ich warte jetzt schon auf die neueren DLCs. Also wenn die nicht so viel wollen, vor allem nicht im Badezimmer, dann kann man das doch bestimmt so machen. Dann habe ich viel mehr Platz. Wie fandest du das HGLD-DLC? Muss ich ehrlich sein, habe ich noch nicht gespielt. Das, ich habe mir jetzt die ganzen DLCs halt immer, wenn sie rausgekommen sind, gekauft. Aber ich glaube, seit letztem Jahr habe ich es halt auch nicht mehr gespielt. Weil ich da momentan andere Spiele auf dem Schirm habe. Okay, ich weiß, wie ich das mache. Bewegen, dahin. Bauen, dahin. Tür, dahin, genau. Ja, passt so, genau. Fußboden. So, das ist das Bad. Hier kommen auch Fliesen hin. Was ist das? Das sind auch Fliesen. Nee, die will ich nicht. So, Wände fürs Bad. Die sehen tatsächlich nice aus. Und für die Küche... Tapete. Machen wir das einmal so. Oh ne, das sieht scheiße aus. Machen wir das. Wohnzimmerwand. Oh, das hat einen schönen Übergang. So, ich habe noch 3000. Als erstes machen wir mal das Klo. Möbel. Als erstes machen wir mal die Türen, würde ich sagen. So. Moderne Schiebetür. So. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Machen wir das so. Das könnte gut eine Studienwohnung sein. Keine Dusche und keine Küche.
Ja, die Küche kommt hiermit in den Flur rein und ich werde hier definitiv eine Dusche reinzimmern. Das geht ja nicht anders. Wo war ich? Sitz und Kühlschrank. Okay, Kühlschrank. Wenn ich den hier hinsetze. Das dahin. Das dahin. Wenn ich das dahin setze. Das dahin. Passt das tatsächlich nicht mehr hin? Warum? Dann würde ich aber vielleicht eine kleine Abtrennung zwischen Eingangstür und Flur machen. Ja, ich könnte hier dann noch eine Wand reinzimmern. Ich könnte natürlich auch das hier offen lassen und die Küche hier drüben mit reinbauen, dass es halt so eine Wohnküche ist. Aber da muss ich ehrlich sein, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich sehe gerade, hier fehlt die Spüle. Und jetzt müsste aber so ein Teil reinpassen. Wir nehmen das da. Das da hinsetzen. Jetzt geh doch mal. Hä? Dann nehm mal das hier. Diese komische Ecke sah ja mal seltsam aus. Dahin machen, bewegen den dahin. Dann können wir den schön hier hinstellen. Dann gucken wir mal. Eine Wand. Okay, der muss tatsächlich weiter weg. Ja. Und jetzt, wenn ich den Kühlschrank verschiebe, kriege ich sowieso keine Wand mehr rein. Ich lasse das einfach so. Die Tür geht ihr nach drinnen auf. Passt schon. Dazwischen der Hohlraum, der kann bleiben. Stört mich nicht. Ich wohne hier nicht. Hab noch 1000. Badezimmer. Eine Dusche. Ein Klo. Hallo, drehen? So. So. Jetzt fehlt das Waschbecken noch, tatsächlich. Das ist ganz schön weit oben angebracht.
das und eine Klobürste. Und noch hier so ein Wäscheständer. Ja. Ein Wäscheständer, aber keine Waschmaschine. Na gut. 172 habe ich, ich brauche wieder Geld. Minuten bin ich gerade dabei. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ganz kurz meine 5-Minuten-Pause, die ich immer nach einer Stunde mache. Gehe da beim noch Kaffee holen. Oh Gott. Und ich bin gleich wieder da.